Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem Video, was eigentlich gar nicht so gedacht war. Ich war eben gerade bei Rossmann und habe geschaut, ob es irgendwas Neues gibt. Und ich bin tatsächlich auch auf ein Produkt gestoßen, was als neu deklariert war. Und es ist die Miracle Second Skin Foundation von Max Factor. Ich habe so ein bisschen recherchiert über die Foundation und bin auf viele, viele Punkte gestoßen, die mir Fragezeichen in den Kopf gebracht haben. Und deswegen ist das heute eher ein Hybridvideo aus, wir testen eine neue Foundation und ich erzähle euch die Hintergründe meiner Recherche vom Aufstieg und Fall von Max Factor. Bevor es losgeht, ich hoffe natürlich, dass es euch gut geht. Das Video wird ein bisschen anders. Ich teste mich gerade auch mit diesem Video wahrscheinlich so ein bisschen an ein neues Themengebiet. Normalerweise mache ich hier Make-up-Reviews, aber mittlerweile habe ich auch so ein bisschen das Bedürfnis, über Sachen zu sprechen, die in der Make-up-Community passieren. Und ich glaube, Max Factor ist ein ganz, ganz spannendes Beispiel, was alles schieflaufen kann. Was mir ganz wichtig ist, das Ganze soll gar kein Hate sein, sondern ich möchte euch als meiner Community erzählen, was ich so ein bisschen rausgefunden habe. Und mit Sicherheit wird Max Factor auch dieses Video sehen. Das ist kein Hate, sondern das ist ein Feedback. Denn mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Influencer eigentlich nur noch Werbefiguren sind. Ich sehe Influencer oder ich sehe mich vor allen Dingen als Sprachrohr zwischen einer Marke und einer Community. Influencer-Marketing basierte damals darauf, dass Marken dafür bezahlen, mit der Community, mit dem Kunden in Kontakt zu kommen. Und das möchte ich mit diesem Video so ein bisschen machen, denn ich habe diese Foundation gesehen und dachte mir, ach Mensch, klingt ja erstmal ganz spannend. Und ich habe euch bei Instagram gefragt, was ihr zu Max Factor sagt. Denn ich habe so ein bisschen viel recherchiert und habe viele, viele Punkte festgestellt, die so ein bisschen kurios sind. Also es wird heute so ein Mystery-Video ein bisschen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn das ist schon ziemlich hart. Bevor es losgeht, ich trage mir als erstes meinen Primer auf. Das ist der Miracle Prep Primer, 3-in-1 Beauty Protect Primer. Mit Ginkgo und Ginseng-Komplex, Lichtschutzfaktor 30, UVA, UVB, Anti-Pollution und Blue Light Filter. Okay, pass auf. Ich glaube, jeder kennt Max Factor mittlerweile. Und das Krasse bei der Sache ist, ich habe eben gerade, also literally vor ein paar Minuten, mit Steffi vom Kanal Mamako gesprochen. Ich verlinke euch ihren YouTube-Kanal einmal unten in der Infobox. Macht ganz, ganz tolle Make-up-Videos. Und ich habe mit ihr so ein bisschen darüber gesprochen, denn ihr müsst wissen, falls ihr euch nicht so mit der Geschichte von Max Factor auskennt, Max Factor war in den 20ern, 30ern eine der ersten und innovativsten Marken, die es gab. Max Factor, the pioneer of modern cosmetics and the man who coined the phrase makeup, arrived in America from Russia in 1904. Sie haben mit Marilyn Monroe, mit Marilyn Mother Effin Monroe zusammengearbeitet. Sie hatten die ganzen Hollywood-Stars und Diven. Und das ist 100 Jahre her. Max Factor war irgendwie schon immer so ein bisschen da. Aber was ist passiert? Und euer Feedback dazu war sehr, 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 sehr spannend, fand ich. Denn viele von euch haben gesagt, dass sie nicht zeitgemäß sind. Und das habe ich so ein bisschen recherchiert, denn ich habe festgestellt, dass das Marketing von Max Factor hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Amerika aussieht oder in UK, hier in Deutschland ganz, ganz viele Steine in den Weg gelegt bekommen hat. Auch. Ja. Erstmal, Feedback war von euch, die Verpackung ist nicht zeitgemäß. Dem stimme ich zu. Das ist ein Primer, der hat 12 Euro gekostet, knapp. Das ist super, super billig verpackt. Und das Schlimme an der ganzen Sache ist, und wie gesagt, das ist kein Hate oder kein irgendwas, ne? Ich möchte einfach nur so ein bisschen die Pros und Cons von den Produkten euch aufzeigen. Das Marketing ist so ein bisschen, das war auch euer Feedback und auch das von Steffi, so ein bisschen für die ältere Generation gemacht. Und den Eindruck habe ich tatsächlich auch. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was da eigentlich passiert ist. Es ist wichtig, dass es Marken gibt, die, ich trage jetzt mal die Foundation auf, auch als Zielgruppe die älteren Damen und Herren, eher weniger, aber die älteren Damen so ein bisschen abgreifen. Vor allen Dingen mit dieser Expertise, die Max Factor ja über die 100 Jahre ansammeln konnte. Aber, und jetzt wird spannend, L'Oréal beispielsweise hat es geschafft,
gibt es ja auch schon sehr, 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 sehr lange. Sie haben es geschafft, den Grat zwischen modern und zeitgemäß zu gehen, aber trotzdem immer noch als Go-To-Marke für ältere Leute zu bleiben. Und ich erkläre euch jetzt auch, was der Unterschied ist. Denn das ist wirklich krass. Erstmal, Color Match ist auf jeden Fall da. Max Factor ist, ich habe recherchiert, das ist richtig, Brille auf, Detektiv Maxim am Start. Ich erinnere mich, 2017 ungefähr, ist Max Factor aus der Drogerie gegangen. Oder gegangen worden. Das weiß ich nicht. Vermutlich sind sie gegangen worden. Der Drogerieaufstellermarkt ist so hart umkämpft, das ist krass. Und das ist das Problem, was hier passiert ist. Erstmal, sie haben es nicht geschafft. Meinung. Ja? Vielleicht war es ja auch gewollt, aber das ist genau das Problem, dass es vielleicht gewollt war und nicht funktioniert hat. Sie sind nicht zeitgemäß gegangen und zu einer Zeit, 2017, wo dieses ganze Influencer-Marketing, Social Media erst so richtig losging. Mama Co. macht ja schon länger als 6 Jahre Make-up. Das ist vor 2017 gewesen. In den letzten 5 Jahren ist das Ganze ja zu einem gigantischen Ding entstanden. Ich habe einen Blogbeitrag gefunden vom 18. August 2017. Da hieß es Ausverkauf von Max Factor. Was ist 2017 in der Make-up-Welt passiert? In Deutschland. Influencer-Marketing war das erste Mal auf einem Höchstpunkt. Mrs. Bella hat im Mai 2017 eine Palette mit einer neuen amerikanischen Marke, BH Cosmetics, rausgebracht. Und das war für die Social-Media-Welt etwas ganz, ganz Neues. Im November 2017 kam die Marvin-Palette raus und im Sommer 2018 kam 183 Days. Und jetzt erinnert ihr euch wahrscheinlich zurück, wie schnell dieses Business geworden ist. Da ist so viel passiert und Max Factor war nicht da. Und das ist genau das Problem, was ich sehe. Okay, kleiner Zwischenstand. Die Foundation sieht richtig, richtig schön aus. Super Glow. Die Farbrange war fantastisch, muss ich sagen, für Drogerie. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sie haben in den 100 Jahren nicht so wirklich den Weg gefunden zu, wir sind innovativ und wir sind nicht mehr präsent. Und das wird, glaube ich, so ein bisschen das Genick damals gebrochen haben. Und das kann passieren. Und da kann Max Factor persönlich wahrscheinlich nichts, dass sie nicht mehr in der Drogerie waren. Aber, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was für mich halt so schwierig ist. Es muss ja irgendwie, jede Firma hat eine Marketingagentur. Das kann man mir nicht erklären. Und jede Marketingagentur der Welt hat es verstanden mittlerweile, dass Influencer-Marketing einer der effektivsten Marketingform für Kosmetik ist. Denn schaut mal im Fernsehen. Erstmal, es wird wenig Fernsehen geschaut. Was für Werbung läuft im Fernsehen? Recht wenig Make-up-Werbung tatsächlich. Max Factor hat einen Werbespot mit Tamtam Beauty gemacht vor 1,5 Jahren. Der war wunderschön. Aber der Zug, wir bewerben ein Produkt im Fernsehen, das funktioniert nicht mehr. Und entweder sie haben keine Marketingfirma, oder die Marketingfirma hat es nicht geschafft zu verstehen, auch wenn die Zielgruppe die älteren Zuschauer sind. Selbst die Älteren sind mittlerweile auf dem Status, hey, es gibt Handys, es gibt Instagram. Ich folge ganz, ganz vielen tollen YouTuberinnen, die weit über 40 sind, weit über 50, teilweise über 60 sind, die affin mit Social Media sind. Und auch in der Umfrage, die ich bei Instagram gemacht habe, hatte ich auch extra darauf geschaut, welche Leute reagieren so ein bisschen auf meine Umfrage. Und da waren auch Leute dabei, die halt keine 19, 20 sind. Es muss ja nicht jede Marke spezifisch für 15-Jährige sein. Das muss nicht sein, das sage ich auch nicht. Es ist ja auch wichtig, dass ältere Personen involviert werden. Und das Problem, was ich dabei sehe, ist, die Kaufkraft liegt heute bei 25 bis 35, das sind die Leute, die, und das sage ich als jemand, der eine Marke selber aufbaut und das wisst ihr nicht, aber ich berate auch andere Marken, wie sie modernen Content erbringen können. Und wenn du aber nicht diesen Switch zwischen, wir haben Produkte, die für reifere Haut funktioniert, wir schaffen es aber, die Aufmerksamkeit von jungen Leuten zu erreichen. Dann erschüttert mich das nicht, dass das Feedback von euch, die ich auf Instagram gefragt habe, wirklich hart war teilweise. Und das finde ich persönlich super schade, weil schaut euch bitte meine Foundation an.
Das sieht so, so schön aus. Ihr könnt mir gerne jetzt einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Max Factor steht. Benutzt ihr Produkte? Was ist euer Feedback? Weil, bleibt bitte sachlich, weil ich weiß, Max Factor wird dieses Video sehen und ich möchte, dass wir als Community da auch repräsentativ und sachlich argumentieren können. Deswegen blende ich auch immer in diesem Video ein bisschen Feedback mit ein. Das ist natürlich auch einfach nur die Meinung von einigen Leuten und eine repräsentative Umfrage wird es nicht sein. Aber ich glaube, ihr könnt mir so ein bisschen folgen. Was habt ihr für einen Eindruck, was da schiefgelaufen ist? Und das tut mir so leid, weil auf der einen Seite, sie haben diesen Hype verpasst oder ihnen wurde dieser Hype von Make-up und Social Media verwehrt, dadurch, dass sie nicht in der Drogerie waren. Aber es gibt immer zwei Seiten. Einmal, was haben andere falsch gemacht und was hast du falsch gemacht? Und wenn du als Marke nicht die junge Generation ansprechen willst, dann verpasst du die Modernisierung. L'Oréal hat eine komplette neue Linie aufgebaut, L'Oréal Pro Age, glaube ich, für reifere Haut. Aber trotzdem reden wir über L'Oréal. Sie bringen moderne, neue Produkte raus, innovative Produkte. Und das Feedback, was ich bekommen habe, auch bei den Produkten, die Mascaren sind toll. Aber viel mehr hat sich bei den Produkten nicht geändert. Und das ist die Inspiration zu diesem Video. Die Foundation ist heute in der Drogerie als neu deklariert. Der erste Instagram-Post dazu war aber im Oktober als neu. Und dann nochmal im Dezember. Wir haben März. Also ein halbes Jahr wurde die Foundation als neu und innovativ deklariert, obwohl sie nicht mehr neu ist. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil da wird mit Sicherheit noch viel, viel mehr dazu zählen als das, was ich jetzt rausfinden kann. Gutes Beispiel, Maybelline beispielsweise, gibt es ja auch schon ewig, wirklich ewig. Und die sind mit modernen neuen Produkten hier, Cheekeat, tolles Produkt, wundervolles Produkt. Und die werben mit Influencern, sie werben online, sie haben einen repräsentativen Instagram-Channel in Deutschland oder einen internationalen Channel. Was ist passiert? Und das macht mich wirklich, wirklich traurig, weil ich weiß, wie es ist, wenn man etwas Neues ausprobiert und etwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Aber um das Ganze so ein bisschen auch hilfreich für Max Factor zu machen, was würdet ihr euch wünschen als Community oder als Make-up-Konsumenten? Was kann Max Factor tun, um den Anschluss zu kriegen? Wollt ihr neue Produkte? Wollt ihr mehr Werbung sehen? Wollt ihr gesponserte Werbung sehen? Und ich muss dazu sagen, ich will das nicht nur auf Max Factor in die Schuhe schieben, sondern auch allen Influencern, denn es redet kaum einer mehr darüber. Ganz, ganz selten sehe ich irgendwie mal ein Produkt zu Max Factor. Und das ist so ein bisschen das Problem. Viele Influencer arbeiten immer nur dann, wenn es Geld gibt. Ich mache das nicht. Das Video ist nicht bezahlt. Ich habe die Produkte selber gekauft und ich rede trotzdem darüber. Und das mache ich ja bei allen Produkten, die ich persönlich interessant finde. Aber das ist so ein Problem, wenn Influencer keine Kooperation haben, viele, nicht alle, dann reden sie nicht drüber. Und das ist sehr, sehr schade, weil es gibt so, so viele kleine, gute Influencer, 10.000, 20.000 Abonnenten, die trotzdem eine sehr, sehr kaufkräftige Community haben und die was bewegen können. Wie wird ein Produkt wahrgenommen? Und das ist so ein bisschen mein Tipp. Probiert es aus, auch mit den Produkten, die ihr habt, auf Influencer zuzugehen und zu sagen, hey, wir wollen mithalten. Wir wollen zeigen, dass unsere Produkte gut sind. Denn die Produkte sind nicht schlecht. Schaut euch das an. Wie schön sieht die Base aus? Aber das Packaging ist nicht zeitgemäß. Das Marketing ist nicht zeitgemäß geblieben. Es ist stehen geblieben. Und die Werbung, wie repräsentiert sich die Marke, ist in meinen Augen auch nicht mehr zeitgemäß. Als Gloss trage ich von Mrs. Bella & BH den Lipgloss in der Farbe No Side Chick. Und also es ist ein spannendes Thema. Falls euch das interessiert, dass ich das mit anderen Marken mache. Ich habe ganz, ganz oft MAC noch gelesen. Und bei MAC habe ich da noch mal ein bisschen was anderes zu sagen. Falls euch das interessiert, mache ich das gerne auch noch mal über MAC, weil ich glaube, bei MAC ist es eher intern ein Problem gewesen. Wie arbeiten wir als Firma mit Kunden im Geschäft? Max Factor hat ja, also ich kenne keinen Max Factor Store, sondern Max Factor war ja immer schon irgendwie in der Drogerie oder online zu kaufen. MAC hat aber nochmal einen anderen Point of Sale gehabt. Also bei MAC zählte der Kontakt zu den Kunden, der sehr, 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 sehr unangenehm für viele Leute war. Das, was ich erlebt habe, das, was viele Leute erlebt haben und auch
das Marketing und die Innovation. Und ich glaube, wenn du heute als Make-up-Marke dazugehören möchtest und erfolgreich sein möchtest, musst du mit Social Media, musst du mit Innovation und mit Mut vorangehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr für Max Factor unten konstruktive Tipps und Anregungen gebt, was sie vielleicht besser machen können, was ich vielleicht nicht gesehen habe. Eure Meinung als wirklich Endverbraucher ist. Ich bin kein normaler Endverbraucher. Ich kommuniziere zwischen euch und einer Marke. Und das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, dass Max Factor ein ganz, ganz großes Potenzial hat. Und ich würde mir wünschen, dass Max Factor wieder wie der Phönix aus der Asche erwacht. Das war heute mal ein ganz anderes Video. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wahrscheinlich ist das nicht so euers gewesen. Aber mir ist es persönlich wichtig. Ich mache den Content ja auch für mich, um für mich etwas zu sagen, dass ich gesagt habe, hey, ich habe probiert, etwas zu ändern. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Und ich gebe euch auf Instagram Feedback zur Foundation. Bis zum nächsten Mal.